sind wieder ein bisschen spazieren. Ja, und das ist das, was von Schnee übrig geblieben ist. Es ist schon Nachmittag. Die Sonne geht langsam unter. Aber es ist trotzdem schön. Aber kalt. Leute, es ist richtig kalt. Ja, da sind wir jetzt hergekommen. Wirklich kalt. Okay, hier im Graben ist ein bisschen mehr Schnee. Ich hoffe, es kommt noch was runter. Hallo ihr Lieben, ich bin es. Wir sind draußen, wie ihr sehen könnt. Es ist kalt und wir sind ein bisschen spazieren. Ja, und ich habe das gleiche Problem wie jedes Mal, wenn ich ein bisschen länger draußen bin. Meine Augen tränen. Bin auf frische Luft anscheinend allergisch. Nein, Quatsch beiseite. Wir nutzen jetzt den schönen Tag. Es regnet nicht, es schneit nicht. Es ist zwar kalt, aber es ist trotzdem schön. Also sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Ich sehe aus wie so ein Schweinchen rosa mit roten Gesicht schon. Ja. Ja, es ist Samstagnachmittag und guckt euch das an. Da. Es ist wunderschön. Ja. Wir versuchen auch hier so einen kleinen Mann ein bisschen kaputt zu kriegen. Okay, der ist eigentlich unkaputtbar. Der geht nicht so schnell müde, um dann besser schlafen zu können. Nö, bei dem nicht. Naja, meine Kinder waren auch alle so, was ist Schlafen, ne? Braucht man nicht. Wir gehen jetzt hier noch unsere Runde zu Ende. Dann wird zu Hause wieder Tee getrunken und Spiele gespielt. Ich nehme euch ein bisschen mit, soweit ich kann. Und ansonsten ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Hier wird gerade Wettrennen gemacht. Voll süß. Ja, ist mir nicht gerade geeignet dafür. Der Boden, ne? Oh. Na, mal gucken, wer als erstes aufgibt da vorne.
Wir sind jetzt zu Hause und vorhin ist ein Riesenpaket angekommen und Isabel hat sich richtig gefreut und jetzt machen wir eine kleine Modenschau und zeigen euch einfach mal, was wir bestellt haben und dann gucken wir, was wir davon tatsächlich behalten werden. Also ich habe jetzt schon was an und zwar ist ein bisschen nicht so gut zu zeigen. Ich zeige es euch. Also Leute, da kommt Isabel und die hat sich diese schicke Jacke bestellt, dann diese Jeans, die finde ich auch richtig cool und auch dieses Oberteil mit dem Netz hier vorne. Kannst mal vielleicht die Jacke ausziehen und das Oberteil noch ein bisschen zeigen, genau, so sieht es aus. Das ist jetzt das eine, du hast aber noch mehr bekommen. Ja. Das zeigen wir euch gleich auch. Aber erstmal zeigt Isabel jetzt mein Pullover. So, das ist mein erstes Oberteilchen. Ich habe dann noch ein paar andere. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und jetzt nächste. Wir filmen uns hier gegenseitig. Isabel hat jetzt ein anderes Oberteil angezogen. Das war jetzt ohne Größe, ne? Das war Einheitsgröße. Und gefällt es dir? Das sind schöne Farben und der Stoff ist super. Es sieht super aus, finde ich. Und der ist auch warm und kuschelig, weich. Behalten. Und ja, das ist schön. Jetzt du mich? Das wird auf jeden Fall auch behalten. Also ich liebe dieses Oberteil. Auch die Farbe. Also ich finde das richtig cool. Guckt euch das an. Das gleiche, was Isi vorhin hatte. Eine Nummer größer. Und in Herrn. So richtig. Und das ist jetzt ein totaler Griff in die Kloschüssel, weil wir haben gar nicht das bestellt, was uns geschickt wurde. Das war kariert, was wir bestellt haben. Mhm. Jetzt ist komisches Glitzerzeug gekommen. Diesen riesen Knöpfen hier und ganz... Nee, Isabel hat da ihr Kleid gar nicht anprobiert. Ich finde das scheußlich. Hast du mich überhaupt jetzt gefilmt? Ja. Ich finde das richtig scheußlich, das Ding. Hier unten steht das... Ach nee, also die Kleider werden auf jeden Fall zurückgehen. Es passt überhaupt nicht. Ich sehe wie so ein Sack Kartoffeln drin aus. Das geht zurück, aber alles andere wird behalten. Guckt mal, Isabel hat sich noch eine Tasche bestellt. Das ist richtig gut. Also innen drin viel Platz, weil Isabel braucht so eine große Tasche, wo DIN A4 Blöcke und so Hefte reinpacken, weil sie nicht immer ihren Rucksack mitnehmen möchte. Und das gefällt uns ganz gut, ne? Ja. Und das ist jetzt ihr Outfit, Madame. Sieht richtig schick aus, finde ich. Mit der Tasche, und die Jeans und der Pulli. Wunderbar. Ja, und dann habe ich mir jetzt hier noch so ein Nachthemdchen bestellt. Ne? So ganz normal Nachthemd. Ne? Das muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Aber ich finde, dieses Oberteil steht mir richtig gut, oder? Was meint ihr? Die Farbe, also ich bin zufrieden. Ja. Und jetzt macht meine Schwester mir noch die Nägel neu. Es ist gleich 9 Uhr. Meine Schwester ist gerade eben erst gefahren. Wir hatten einen wunderschönen Nachmittag zusammen verbracht. Sie hat mir die Nägel neu gemacht. Diesmal ist es ganz ungewohnt für mich, ne? Keine kräftige Farbe, sondern fast weiß. Das ist ganz, ganz helles Rosa. Ja, die Nägel sind jetzt fertig. Es fehlen nur noch die Haare. Oh Mann, ich verzweifle mittlerweile. Das ist richtig schlimm. Das wächst und wächst. Und das ist ja kein Friseur natürlich momentan möglich. Hilfe! Ja, aber auf jeden Fall werde ich mir die Tage auch wieder die Haare färben. Und dann sehe ich weiter wachsen lassen. Wie auch immer ich das jetzt anstellen soll, weiß ich nicht. Ja,
Mir konnte ich heute nicht großartig filmen. Dirk hat die ganze Zeit mit dem kleinen Playmobil gespielt. Wir haben ja von unseren Kindern noch massenhaft Playmo-Zeug. Wir haben super lecker gegessen. Die Gulaschsuppe, die ist durchgezogen von gestern, ne, die ich gekocht habe. Die war genial lecker, also richtig gut geworden. Ja, und jetzt ist es Abend und es ist Feierabend. Also die Kleider, die ich habe euch gezeigt, ne, das eine, das ist jetzt von Easy, das gleiche. Ne, man sieht diese furchtbaren Knöpfe. Ich weiß nicht, warum sie uns die beiden geschickt haben. Wir haben was anderes bestellt. Die gehen auf jeden Fall zurück. Die anderen Sachen, die behalten wir, die Oberteile und Isabels Hose. Die Tasche, genau, das behalten wir auf jeden Fall. Ja, das war jetzt unser Samstagnachmittag. Leider hat das nicht geklappt heute mit dem Buchvideo. Ich muss gucken, ob ich das jetzt die Tage nachhole oder einfach mal nächste Woche Samstag versuche, euch ein Buchvideo weiter zu geben, zu machen. Wir sind ja noch nicht durch mit diesen Büchern und ich habe auch ein paar Bücher, die ich euch weiter empfehlen könnte. Aber jetzt um 9 Uhr abends mache ich das nicht mehr. Jetzt mache ich jetzt nur noch dieses Video fertig. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch schönes restliches Wochenende, schönen Sonntagmorgen, ne? Und bleibt gesund auf jeden Fall und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.